Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Rush Größe 2x4. Und ja, aber allgemein steht die Bed Wars Folge heute so im Hintergrund, weil ich habe was echt mega cooles neu installiert hier in Minecraft. Und ja, das Ganze ist die Replay Mod. Das ist eine Modifikation, die alles in Minecraft aufnimmt, seitdem man gejoint ist, und das heißt, man kann extrem coole Sachen damit machen. Und ja, man kann also einfach hinterher im Nachhinein, wenn man sagt, oh, das war eine coole Szene, kann man die einfach nochmal aus einer anderen Perspektive filmen. Oder wenn jetzt irgendwo weiter hinten bei Team Rot ein Kampf stattfinden würde, könnte man sagen, ja gut, ich zeige den Kampf einfach mal. Das ist echt extrem cool und irgendwie revolutioniert das alles nochmal so ein bisschen. Gesehen habe ich die bei Herr Bergmann das erste Mal und ja, das ich, keine Ahnung, ich war direkt begeistert von dieser Sache. Und ihr könnt mir davon schreiben, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Ob ich sowas mal öfter machen soll oder eher sein lassen soll. Ich weiß noch nicht, wie lange das danach rendert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie groß die Dateien von der Replay-Mod tatsächlich sind. Was ich weiß, ist, dass Rot nur ganze zwei Spiele hat. Das ist ein bisschen traurig. Irgendwie. Aber egal. Ich werde sowieso dieses Video nur so als kleines Video für zwischendurch mal machen. Um euch einfach zu zeigen, was hiermit alles möglich ist tatsächlich. Und wie cool das ist. So. Zum Beispiel langweilige Szenen kann man dann einfach überspringen und aus anderen Perspektiven zeigen quasi. Man hat mich dann natürlich noch im Hintergrund mit meiner Facecam und meiner Stimme. Man sieht mich dann zum Beispiel von oben. Man kann so coole Sachen damit machen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass die da hinten nicht kommen. Und wir stehen alle irgendwie auf einem Fleck. So, dann übernehme ich mal ganz kurz. Höher bauen brauchen wir uns eh nicht. Die sind nur... Das passt so. Okay, mal gucken. 4, 3, 2, 1. Ich habe keine Blöcke mehr. Einer muss übernehmen. Nimmst du? Was macht Erden? Warum baut er sich denn so ein kleines Stückchen höher? Als ob das jetzt den riesen Unterschied macht. What the fuck? Na egal, dann gehen wir mal die Treppe hier hoch. Und holen dann mal ihn ein. So. Jetzt hat er auch keine Blöcke. Ernst, das war ja klug gemacht auf jeden Fall. Alles klar, rennen wir zurück und holen neue Blöcke. GG. Mal gucken, was der Mate hier in der Zeit gemacht hat. Er hat das Bett eingebaut. Das ist ja schon mal ganz praktisch. So, zack. Hier haben wir 3 Gold drin. Das heißt, wir haben auch einen Bow am Start. So. Bam. Dann können wir uns nämlich die Kills holen. Zack. Und zack. Ach, Essen und Blöcke, genau. Torben, du bist ja ein Genie. So. Vielleicht können wir uns dann ja sogar das Bett holen. Das wäre richtig chillig. Mal gucken, was da machbar ist. So, er ist bei uns. Genau, er ist Team Blau. Die sind wahrscheinlich hier... Ach, ich brauche mich hier unten weiter. Da oben kriegt man eh viel zu viel Fall Damage. Also, ist kein großer Unterschied zu dem hier unten, aber ein bisschen schon. So, wir haben 3:15. In einer Dreiviertelstunde ist das erste Saisonspiel von Schalke in der neuen Saison. Da freue ich mich schon extrem drauf. Das wird eine coole Sache gegen Werder Bremen. Ja, da freue ich mich echt schon drauf. Das ziehe ich mir gleich auf jeden Fall rein. Weil es ist halt gerade samstags bei mir. So. Mein Kill. Nice, ich habe ihn gekillt. GG. Okay, der andere ist dahinter, locker. Locker, er ist dahinter. Locker. Als ob, was war das denn? GG. Okay, ja, das war eine Scheißrunde, aber egal, die ging nur 4 Minuten. Ich will euch einfach nur so ein bisschen zeigen, was möglich ist. Und dann schreibt ihr mir mal in die Kommentare, ob ich das anwenden soll oder nicht. Also da bin ich echt auf eure Meinung gespannt. Weil ihr sollt mitbestimmen, wie die Let's Plays in Zukunft aussehen werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur so ein Trend ist, nur so eine so eine Zeit lang halt cool ist und danach nicht mehr. Jetzt falle ich tatsächlich irgendwo runter und bin, alles klar, gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur so ein Trend ist oder ob das tatsächlich Zukunft haben könnte, diese Replay-Mod. Ich bin echt gespannt darauf, wie sich das alles entwickelt. Ja, keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Was ich gerade merke ist, ich kann mich nicht... Ah ne, das liegt wahrscheinlich nur im Profil, oder? Nee.
Ich kann mich nicht umdrehen. Also ich kann nicht in die dritte View wechseln. Das heißt, das muss ich dann. Das ist ein bisschen doof für PvP-Spielmodi. Also vielleicht. Ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die wieder eine richtige Folge sein wird. Ob mit Replay-Mod oder ohne, weiß ich jetzt noch nicht. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst eure Meinung in den Kommentaren dazu der Modifikation. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und haut rein. Ciao.